Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Für dieses Video habe ich mir drei Gäste eingeladen. Dabei handelt es sich um Kim Jens Witzenleiter und Thomas Plum von Wolfi Office und der fabelhaften Sprecherin Henrike Tönnes. Thomas und Kim haben zusammen ein Hörspiel produziert, Das blaue Herz. Und genau um dieses Hörspiel soll es in diesem Interview gehen. Wir sprechen ein bisschen über die Hintergründe, wie es zu dem Hörspiel gekommen ist, wie es zu der Story gekommen ist und so weiter. Wenn ihr Lust darauf habt, ihr müsst einfach nur dranbleiben. Wir sehen uns. Erstmal schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr die Zeit hattet. Und ich würde sagen, stellt euch doch vielleicht einfach ganz kurz vor. Ladies first. Oh, ich darf zuerst. Alles klar. Ich bin Henrike Tönnes. Ich bin Sprecherin und durfte in Blaues Herz die Annegret von Garmisch sprechen. Die strenge Internatsleiterin. Mit Hund. Mit Hund. Ja. Thomas? Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Thomas Plum. Ich durfte den Radiomoderator sprechen. Also, ich habe quasi das Skript geschrieben und ich habe Regie geführt. Immer mit so ein bisschen Hilfe von Kim. Und es war eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Aber ich schätze mal, wir kommen später mehr ins Detail. Auf jeden Fall. Genau. Kim. Ja, ich bin der Kim Jens Witzenleiter. Ich bin, kann man mein T-Shirt sehen? Nee, schade. Ich bin der Sklave von Thomas. Ich bin der Produzent von Blaues Herz. Und Mastermind von Wolfi Office. Ja, ich hätte da so ein paar Fragen an euch. Und zwar geht es los. Ich habe jetzt gesehen, ihr seid ja jetzt so quasi so ein neues Team. Also Thomas, du hast ja ist jetzt nicht dein allererstes Hörspiel, auch nicht das allererste Hörspiel, glaube ich, bei Wolfi. Aber wie ist denn eure Zusammenarbeit gekommen? Tja, das war quasi durch Kontaktaufnahme. Wir haben uns auf der Hörmich 2019 kennengelernt. Mhm. Zwar nur zwischen Tür und Angel. Aber dann haben wir uns halt schon die ersten Takte haben wir uns da unterhalten. Dann bin ich dazu gezwungen worden, zwei Hörspiele von ihm zu kaufen. Und, ist richtig. Und nebenbei hatte mir dann auch gesagt, immer wenn du mal ein Skript hast, dann kannst du gerne auf mich zukommen. Und zufälligerweise hatte ich da schon die ganze Zeit eine Idee und die habe ich dann auch dem Kim erzählt und der sagte, ja, machen wir. Ja, dann habe ich dann geschrieben. Und das war Videointegrator tatsächlich. Und dann haben wir auch schon, glaube ich, direkt Anfang 2020 haben wir losgelegt, ne, mit Aufnahmen etc. pp. Das ging relativ zügig. Also der erste Lockdown, der hat uns da irgendwie nicht wirklich aufgehalten. Der hat das Ganze sogar irgendwie beschleunigt. Das war echt, echt lustig. Ja, das war so ein bisschen das Corona-Projekt. Absolut, absolut. Vor allen Dingen, ich habe das Skript eingereicht, schon zwei Tage später oder so, kam schon das erste Cover. Also erste Cover-Entwurf, wo ich dachte, krass. Und dann hörte man schon die ersten Takes. Also das war echt lustig. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann haben wir dann auch direkt... ja, weil das halt so super reibungslos vonstatten ging, haben wir dann auch direkt so ein Improvisationshörspiel hinterhergeschoben. Also das ging auch recht zappig, 113 Nachrichten ursprünglich, aber naja, da musste irgendwie anders genannt werden. Genau. Vorbereitet. Ja, hervorragend. Ja, und so haben wir dann immer mehr zusammengefunden und jetzt sind wir heimlich verheiratet eigentlich. Sehr schön, sehr schön. Ja. Darf nur keiner wissen, sonst kriege ich Ärger von meiner Frau. Also wäre cool, wenn du dann bei der Ausstrahlung irgendwie so drüber blurst oder so. Ja, so Stimme für Fremden und dann. Aber nur für diesen Satz. Genau. Aber jetzt, wo du gerade sagtest, Corona, ist das denn für dich, Kim, war Corona wirklich ein Problem, dass du sagtest, Mensch, die Pandemie, die hat richtig, richtig reingehauen? Ja. Ja, ganz schön. Also hauptberuflich bin ich ja Web- und Grafikdesigner und da sind wir sofort fast alle Aufträge weggebrochen. Ich glaube, das waren so um die 14 Aufträge im Wert von 500 bis 2000 Euro komplett futsch, also pro Auftrag. Das hat mich da wirklich ziemlich reingeritten und dann konnte man auch nicht mehr aufnehmen. Dann hatte ich ja gerade die Prüfung mitten in der Produktion. Weshalb
ich den vierten Teil ja auch ein bisschen sehr weit nach hinten geschoben habe. Aber lustigerweise, Videointegrator ging ratzfatz. Also irgendwie ging die Produktion schneller wie eine herkömmliche Produktion, wo man ins Studio fährt, alle Sprecher kommen lässt. Ja, das war wirklich ratzfatz fertig, das Hörspiel. In dem Sinn, boah, hat ein bisschen Positives, hat gut abgelenkt. Das heißt also, ihr habt auch dann umgeschwenkt auf dezentrales Arbeiten. Das heißt, die Leute haben bei sich aufgenommen und haben dir dann die Sachen zugeschickt. Ja. Ja. Habt ihr Blaues Herz auch so aufgenommen? Nein. Ich wollte gerade sagen, bis Blaues Herz kam. Ja. Das war, Blaues Herz war, glaube ich, die erste Produktion von uns, die jetzt endlich wieder im Studio stattfand. Und diesmal nicht so, dass ich da in 3-4 Studios gefahren bin und mir da alle Sprecher geholt habe, sondern es wirklich, die sind alle zu mir gekommen nach Ludwigsburg, weil ich bin eine faule Socke, ich fahre ungern. Hm. Und ja, haben wir hier aufgenommen, hier auf der Seite, meine Kammer. Da haben wir Kiki eingesperrt gehabt, Ecki haben wir eingesperrt, mit Wasser und Nahrungsentzug gedroht und so haben wir Blaues Herz dann am Ende fertig gehabt. Ja, absolut, nur mit Druck. Ja, nur mit Druck. Ja. Unheimlich. Genau. Und Thomas, die Idee Blaues Herz, wie ist die entstanden? Was war so, du hast gesagt, oh, ich mache mal ein neues Hörspiel oder gab es da so eine gewisse, so ein Ansporn, eine Motivation, vielleicht ein Erlebnis, wo du sagtest, das war so, das hat den Weg bereitet für Blaues Herz? Ja, tatsächlich. Also ursprünglich sollte Blaues Herz gar kein Hörspiel werden, sondern eine Live-Performance-Show. Mhm. Das war eine Auftragsarbeit. Eckhard Belle, der kam halt irgendwann mal ums Eck, da kannte ich den noch gar nicht, da hat er mich angerufen. Dadurch habe ich übrigens rausgefunden, dass meine Telefonnummer auf Facebook ist. Hat dann gesagt, du, ich habe hier 3 Mädels, nein, ich versuche jetzt nicht, Eckis Stimme nachzumachen, ich lasse es einfach. Ich habe hier 3 Mädels, denen würde ich gerne was bieten, was so in die Richtung 3 Fragezeichen live geht. Und ich würde halt gerne ein Skript dafür haben wollen, was dem Ganzen gerecht wäre. Mhm. Ecki hatte halt damals immer sehr oft mitbekommen, wenn ich mit Eva online war, also auf YouTube, und haben wir hin und wieder haben wir ja YouTube Live irgendwas gemacht und dadurch kam Ecki überhaupt auf mich. Und dann habe ich auch schon angefangen zu schreiben. Das sollte ursprünglich was ganz anderes werden, also in der Neuzeit sollte das spielen und das sollte halt so eine Art Kammerspiel für 5 Personen werden. Ne? Also 3 Mädels, dann Ecki. Und je nachdem, in welcher Stadt wir uns befinden, sollte dann halt ein 5. Schauspieler, also ein lokaler Schauspieler, sollte dann halt dazukommen. Letzten Endes war das halt eine theoretische Geschichte. In der Praxis sah es halt anders aus. Also Corona hat uns dann nicht wirklich in die Karten gespielt. Und dann ging es halt so ein bisschen hin und her. Dann habe ich mir das Skript auch nochmal angeguckt. Also das Einzige, was zu dem Zeitpunkt halt sicher war, ist, dass ich irgendwas schreibe. Aber wie es dann irgendwie aufgeführt wird und in welcher Art und Weise, das stand überhaupt nicht so richtig sicher. Also es stand nicht so richtig fest. Und dann haben wir aber ziemlich zügig, haben wir gesagt, pass auf, wir machen dann halt jetzt ein Hörspiel daraus. Damit das nicht einfach irgendwie verschütt geht oder verloren geht. Und in dem Moment, wo das halt dann auf Jubel stieß, also dass alle einverstanden waren, also Ecki obendrauf, also direkt als erstes hat er gesagt, ja, geile Idee, machen wir. Da hatte ich dann halt auch die Freiheiten, um dann zu sagen, okay, dann wird es aber doch ein anderes Hörspiel und dann darf ich auch mit mehr Leuten kalkulieren und auch die verarbeiten. Dann konnte ich halt Henrike reinholen, dann konnte ich halt ein paar Leute, mit denen ich halt wirklich gerne arbeiten wollte halt, konnte ich dann halt reinholen. Und dann ist halt so peu à peu Blaues Herz entstanden. Den Plot, den habe ich mit Eva an einem Telefonat festgelegt. Aha, okay. Einen Abend haben wir das halt so durchkalkuliert. Wir haben als das, was ich schon hatte, haben wir schon ziemlich schnell weggekippt und haben dann halt das Neue von vorne begonnen und haben das halt ins damalige verlagert, also 76, weil ich halt die Idee gut fand, kein Handy zur Verfügung zu haben. Ja. Alles so ein bisschen spartanischer ist, ne? Und ja, halt enger Raum, ungastliche Setting und dann war mir aber auch ziemlich schnell klar, bei dem Setting möchte ich aber trotzdem jetzt keinen Horror machen, also nichts Blutiges oder so, sondern eher so, ja, in die Richtung von Clueso,
oder, mhm. oder wie heißt Cluedo, es? Cluedo meinst du? Ja, Cluedo ist ein Sänger. Also, ja. Ja. Cluedo ist doch der Sänger. Okay, der Chicago! Ja. Na, nee, genau, Cluedo. Der heißt aber ja, in Deutsch, heißt er, hat er noch einen Zusatztitel. Oder halt Cocktail für eine Leiche, welchen ich halt ich sehr cool fand. So in die Richtung wollte ich es halt machen, so mhm. Krimi mit ein bisschen Spaß mit ja. drin. Und ja, das genau. ist dann halt Blaues Herz geworden. Richtig. Also das heißt, du hattest auch schon beim Schreiben schon, ich meine, Eckehard Belle als Hauptrolle hat sich da natürlich dann angeboten. Hattest du denn bei den anderen auch jetzt beim Schreiben schon... schon die Stimmen dann im Kopf, als ihr dann das Hörspiel da draus gemacht hatte, hattest du gesagt, ja, das Nein. muss auf jeden Fall jetzt hier Henrike sprechen oder so? Nee, das ist, also Henrike war tatsächlich auch noch so eine Sache. Es war noch so eine Sache, genau. Ich hatte halt, ich wollte sie halt dabei haben, aber ich war mir eigentlich von vornherein nicht so sicher, ob es jetzt Annegret von Garmisch sein sollte. Ursprünglich habe ich halt nämlich gedacht, also mir war halt klar, dass der Hans Berg so ein bisschen anfängt zu schwärmen für Annegret von Garmisch und also Hans Berg, habe ich gesagt. Und da wollte ich eigentlich gucken, dass die sich vom Alter her so ein bisschen in die Waage begeben, aber hat sich dann eigentlich erübrigt, weil es eigentlich wurscht ist. Und vor allen Dingen hatte ich halt dann recht zügig Henrike dann doch wieder als Favorit in dieser Rolle, also als Favorit sowieso, also bitte nicht falsch verstehen, als Favorit sowieso, aber für diese Rolle hatte ich sie halt dann doch wieder als Favorit, weil ich gedacht habe, also wenn sie was kann, dann dekadent vor sich hinreden. So ein bisschen okay. Engländerin raushängen lassen. Ne? Und witzigerweise gab es halt auch so die ersten Folgen von Shannon und Tönnies dann, und dann hat sie ja so ein bisschen was von dieser Art und Weise so ein bisschen durchscheinen lassen auf Spaßbasis, und da war es eigentlich schon vornherein klar. War es richtig cool, dass ich das dann so verlegt habe. Was die Stimmen zu Sarah, Saskia und Angelika anging, das war wirklich mega Glück alles, dass die Rollen sich so zusammenfügten, weil ich hatte bis dato, hatte ich wirklich nur mit Sarah gesprochen. Ne? Also mit Sarah habe ich halt hin und wieder Sprachnachrichten ausgetauscht, wir haben telefoniert, wir haben geschrieben, und ich kannte halt dadurch ihre Stimme, aber von Saskia und Angelika und von ihrem Charakter vor allen Dingen wusste ich gar nichts und habe das halt einfach nur geschätzt. Ich habe geschätzt, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel das Profilfoto von Angelika anguckt, die hat ja so ein etwas forscheren Gesichtsausdruck, sage ich jetzt mal, habe ich gedacht, okay, das könnte die Yami sein. Und habe es einfach so auf gut Düngen, habe ich das halt so gemacht. Und, ist natürlich auch eine gefährliche Sache, wenn du dich da nur quasi so auf Äußerlichkeiten verlässt und so, ja, so könnte die Stimme sein. Ist natürlich, ja, schwierig. Genau. Also ich meine, Hörproben, die kannte ich ja. Also die hatten ja quasi ihre Homepages, aber ich habe halt, also Hörproben sind ja quasi Hörproben aus der Rolle heraus, ne? Und trotzdem, also ich fand es halt lustig, dass halt die Leute sich meldeten dann später und gesagt haben, du hast meinen Charakter ziemlich gut getroffen. Das ist mir halt also auch nochmal passiert bei dem Podcast bei Fastback, ist das auch nochmal passiert, da haben sich die Leute auch bei mir gemeldet, haben gesagt, witzig, dass du das so gut getroffen hast. Das ist wirklich, also ich muss leider hier so ein Mysterium brechen, das ist wirklich Glückssache. Ja. Okay. Jetzt ist bei Henrike die Frage an dich. Du wurdest ja gerade schon angepriesen als die, wie soll ich sagen, die Schulleiterin ist sie, ne? Oder? Ja, Internatsleiterin. Genau, ja. Und musstest du dich da auf die Rolle irgendwie besonders vorbereiten oder hast du einfach das Skript gelesen und gesagt, klar, mache ich? Ja, also ich habe tatsächlich also ein dreimonatiges Praktikum gemacht in England in einem Internat, um mich da einfach Nein, Quatsch. Das Schöne bei Method Thomas, Acting, ja. Ja, genau, Method Acting, natürlich nur. Ich bin auch noch nicht ganz raus. Nein, das Wunderbare bei Thomas Skripten ist, dass ich lese die und höre sie sofort. Also es ist ganz, ganz toll. Thomas hat so eine ganz tolle Art zu schreiben, die sich bei mir sofort übersetzt in wie wird das, wie ist das. Deswegen ist es, wenn ich weiß, ich bekomme einen Text von Thomas, dann kann ich mich eigentlich total entspannt zurücklehnen und sagen, jo, gut, dann trinke ich jetzt mal noch einen Tee und brauche da gar nicht viel arbeiten, weil er, also die Charaktere, die werden
so schön deutlich und die, der gibt so viele Möglichkeiten, den zu fassen, dass es mir wirklich, also bei keiner der Figuren, bei keiner der Figuren jemals schwer gefallen ist. Und klar, also die Vorbereitung, man bereitet sich natürlich gut vor, wenn man dann weiß, hey, ne, man steht dann mit all den Kolleginnen und Kollegen direkt da im Raum, da will man sich ja jetzt natürlich auch nicht irgendeine Blöße geben oder so. Mhm, ne? Gerade wenn man dann, also gerade Ecki war für mich halt so ein, ja, okay, dann spielen wir jetzt mal so ein paar Szenen zusammen. Ist schon eine Größe, ne? Ja, klar. Und wobei er das einem auch ganz, ganz leicht macht. Also das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit. Aber der Text selbst benötigt, weil er so gut ist, eigentlich wenig Vorbereitung. Das heißt also, wenn du jetzt dann, ich sag mal, die Rolle sprichst, du hast dich jetzt dann gefunden und sagst, so mache ich das, bist du dann jemand, der dann eher mal so improvisiert oder wirklich sagt, nee, ich mache das schon so nach Regieanweisung und da gibt es nichts links oder rechts, sondern ich mache das straight so, wie der Regisseur das haben will. In dem Fall Thomas vermute ich, ne? Ja, also ich selber habe eine unheimliche Improvisationsfreude und Spielfreude. Ich habe auch total Lust, Sachen auszuprobieren, einfach mal reinzuwerfen. Und wir haben ja, also Thomas und ich hatten ja schon mehrfach die Gelegenheit. Das heißt, da ist dann auch, da kann man sich auch ein bisschen was ausprobieren und einfach mal machen und irgendwie aus dem schönsten Quatsch kommen dann richtig gute Sachen raus. Aber auch da ist es wieder so, dass die Texte, dass die Rollentexte im Prinzip auch wieder so gut sind, dass man gar nicht so viel drumherum tun muss, um überhaupt ranzukommen. Weißt du? Mhm. Also das ist einfach sehr, sehr schön. Aber grundsätzlich, ich bin großer Impro-Freund. Wenn es erlaubt ist, dann mache ich das gerne. Und dann testet man durch. Aber auch, also Thomas ist da sehr klar gewesen, wie er die hört, wie die ist. Und das war, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verklärt, Thomas, aber im Prinzip war das, ich habe angefangen zu sprechen und du hast gesagt, ja, genau so. Ja. Das war so ein bisschen so. Ja. Sag mal, Henrike hat es mir als Regisseur relativ simpel gemacht. Ich habe mir ziemlich viel Kaffee getrunken da zu dem Zeitpunkt. War das das erste Mal, dass du Regie geführt hast? Oder? Sagen wir mal, das erste Mal kommerziell, ja. Ja. Okay. Ich habe kurz zuvor, also ich glaube knapp einen Monat davor, habe ich für den Podcast Pia Liest, habe ich ein Jubiläums-Special geschrieben, das nennt sich Fastback. Und da habe ich dann auch die Regie bei den Sprecherinnen abgenommen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, alles auf Webbasis natürlich. Also wir hatten da so Zoom-Settings oder Google Meet, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir das so per Fernregie gemacht. Aber das, was wir bei Blaues Herz gemacht haben, das war natürlich etwas ganz Besonderes, was halt auch noch so ein bisschen, ja, so bleibende Erinnerungen hat, würde ich behaupten. Ja. Aber der Thomas ist auch ein guter Strippenzieher, wenn ich mich erinnere an 113. Also das ist schon so, dass du, Thomas, eine sehr klare Vorstellung immer hast von, wie das läuft und eben auch sehr klar das kommunizieren kannst, sodass es auch wirklich nicht schwierig ist. Man hat dann nicht so das Gefühl, oh, da wird jetzt aber hart irgendwie dran gebastelt oder so, weil das einfach sehr, sehr klar ist. Es ist einfach, ja. Wobei es total bei 113 war es sogar noch etwas schwieriger, weil das halt die ganze Zeit weiterlief. Ne? Also es lief ja weiter und man musste da quasi schnell agieren und sagen, stopp mal hier. Und so, also musste man halt mit Regieanweisungen, musste man dann wirklich so zack, zack, Knall auf Fall, musste man da kommen. Ja. Genau, also ich führe mit sanfter Hand führe ich. Sehr gut. Kim, war das schwer für dich, das Zepter aus der Hand zu geben oder hast du dich gefreut? Sag, Gott sei Dank, habe ich da jemanden. Ich glaube, ich habe 3 Stunden durchgeheult. war sehr schwer. Mal wieder. Mal wieder. Immer wenn ich mit Thomas zusammen bin, muss ich mindestens 3 Stunden weinen. Ja. Aber es freut ein Tränen, alles freut ein Tränen. Nee, es war natürlich kein Problem. Er hat mich gefragt, es ist ja sein Skript. Und da habe ich gesagt, klar, mach. Ja, jetzt haben wir natürlich schon so ein bisschen erzählt, aber der Zuschauer oder der geneigte Zuschauer weiß ja im Prinzip noch gar nicht, worum es da genau geht. Ich glaube, das wissen die Sprecher und die Autoren auch nicht. Zweite Teil gibt es noch nicht, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ne? Ja.
Genau. Ja. Aber vielleicht möchte einer mal so ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Hörspiel geht. Also ich habe zu dem Ganzen, schreibe ich natürlich noch eine Rezension, also für alle, die da draußen sehen, ich werde auf jeden Fall die Rezension, wenn sie dann fertig ist, und eine Videobeschreibung verlinken, da kommt natürlich dann auch in der Rezension eine Verlinkung zu diesem Interview, ist klar, aber hören wir uns erstmal die Zusammenfassung an. Wer möchte denn? Thomas? Also natürlich Henrike. Nee, Henrike. Gut, dann mache ich das mal. Mhm. Also, es geht im Grunde genommen um Hans Berg, der ein Kommissar AD ist und auf dem Weg zu seiner Frau sich befindet. Und auf dem Weg dahin, also all den Warnungen zum Trotz, hat er sich quasi auf die Reise begeben und muss auch leider direkt eine saftige Rechnung kassieren, indem er von einer Lawine erwischt wird und die Fahrt deswegen nicht fortsetzen kann. Und kurz bevor er den Erfrierungstod erleiden muss, findet er dann halt glücklicherweise eine Unterkunft irgendwo in den Bergen. Es entpuppt sich als riesiges Anwesen und das entpuppt sich dann wiederum als Mädcheninternat und ja. Und Waldblick, gell? Waldblick. Witzigerweise steht Waldblick auf dem Cover, es heißt aber Hügelblick. Ja, Sachen passieren. Wir haben es auch gerade erst festgestellt. Eigentlich wollte man ein Spiel draus machen, ne? Scheiße. Bitte schneid das raus. auf jeden Fall, dort angekommen, stellt es sich halt als Mädcheninternat heraus und bevor Ecki überhaupt sich aufwärmen kann und sich vielleicht einen Tee gönnen könnte, stellt er dann leider fest, dass seine Arbeit nochmal verlangt wird, also seinen Job nochmal verlangt wird. Ja. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, also bis dahin wird auch meine Rezension gehen. Das heißt, die kann ich mir jetzt theoretisch klemmen und einfach nur noch ein Fazit drunter schreiben. Schreib, gut. So, ja. Genau. Perfekt, reicht. Alles klar, gut. Kontonummer hast du ja von mir. Genau. Jetzt ist es so, worauf ich persönlich immer achte, gerade bei Hörspielen, ist nicht nur so Geräuschkulisse und so weiter, sondern eben auch der Soundtrack. Und da hattest du mir ja schon gesagt, Kim, dass der Soundtrack quasi nicht gekauft ist, sondern den habt ihr extra dafür machen lassen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, den haben wir in Auftrag gegeben bei Tom Steinbrecher, der übrigens eine neue EP hat. Und das war der Wunschkandidat vom Thomas. Der wollte unbedingt Tom dabei haben. Mhm. Und der mischte eigentlich in der Regel alle Hörspiele von Wolfie Office. Und ja, in die letzten 3 oder 4 Hörspiele, die ich jetzt gemacht habe, war keine gekaufte Musik. Also ich habe bis jetzt immer komponieren lassen in den letzten 4. Also bei Die Prüfung, Klaus Herz, Videointegrator. Das war alles in Auftrag gegeben und nicht einfach irgendwie ein Soundpack gekauft und benutzt. Das mag ich teilweise auch nicht, weil dann hört man denselben Sound, dieselbe Musik manchmal in 5 verschiedenen Hörspielen. Ja. Muss auch nicht sein. Und ich meine, wer einen Tom Steinbrecher hat, der darf sich freuen. Er ist jeder unsere große einen. Liebe. Jeder braucht einen Tom Steinbrecher. Ja, aber nur wir haben den. Ja, aber nur. Also noch nicht exklusiv, aber wir arbeiten dran. Ja. Oh Gott, ist das schön. Wir arbeiten an die wir arbeiten dran. Und heißt das denn, fühlst du dich da heutzutage noch so als Exot, dass du wirklich sagst, ja, ich lasse noch komponieren, weil also ich vom größeren Label, sage ich mal, kennt man das vielleicht noch, aber selbst die haben ja teilweise Datenbanken oder benutzen eben, komponierte Musik dann auch bei mehreren und so weiter. Ich würde sagen, ja, so momentan, ja, noch, also es sind schon Kollegen auf mich zugekommen, die mich ausgefragt haben, du, wie läuft es ab, wie machst du das, Michael Donner und so, machst du dann erstmal das Hörspiel fertig, schickst du ihm dann das Hörspiel, schickst du ihm schon das Skript und so weiter. Also ich glaube, so nach und nach werden Kollegen da jetzt mitziehen und ich finde es gar nicht mal schlecht, denn es ist einfach nur ein Mehrwert, finde ich, für das Hörspiel, weil dann ist die Musik ja auch punktgenau auf die Stimmung und auf die Story zugeschnitten und
besser geht's nicht. Auf jeden Fall. Und die Musik zu Blaues Herz kann ich noch eben hinzufügen. Die haben wir wirklich in Sprachnachrichten, haben wir das quasi, haben wir diesen gemeinsamen Nenner gefunden. Ich habe zuerst Tom alleine angefragt und habe dann gesagt, pass auf, ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kommt da ein Hörspiel, spielt in den 70ern und ich denke da irgendwie so an so ein Krimi Richtung Tatort, aber abgelegener und ich hätte da gerne sowas wie Derek, aber auch sowas wie Tatort, aber auch sowas wie Miss Marple, weil ich mag so diese Zittermusik, ne? Und ja, und so ein bisschen vielleicht so, ja, 70er, halt so Funk. Und dann hat Tom mir wirklich einfach nur so zwei, drei Links geschickt von Soundfiles oder auch teilweise von Anfangsmelodien von, was war dabei? Hafenpolizei oder Hafenkante oder so? Also so ein paar Snippets aus schon bestehenden Jingles aus Fernsehserien. Und da habe ich gesagt, ja, genau so in die Richtung. Ja, und dann wirklich ein paar Tage später kam die erste Demo. Ja, das geht bei ihm ratzfatz. Genau. Das ist auch genauso wie, ich möchte ja für Wolfi, also für mein aktuelles Projekt Wolfi-Hörspiel, auch einen Song haben, der quasi dort gesungen wird, der den Abspann-Song quasi darstellt. Ich habe einen Text dazu geschrieben, habe den Tom geschickt, ein paar Tage später, ich habe einen Song, was soll ich machen? Ja, produzieren. Ja, ich mache dir eine Demo mal. Ja. Ja, das geht bei ihm ratzfatz so einen Tag später und er hat schon eine Melodie im Kopf und Tom ist da wirklich, wie gesagt, mehr kann ich nicht dazu sagen. Sehr gut, ja. Ja, genau. Und der Drummer, jetzt weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird, Mark Nathaniel. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ich habe nachgeguckt, der ist ja auch der Drummer von der Gruppe Toy. Und witzigerweise, ich habe mit dem Sänger von Toy, mit dem Volker Lutz, habe ich ganz früher mal tatsächlich zusammengearbeitet. Und der hat ja damals noch sein erstes Album released, was nicht mehr Evil's Toy hieß, weil die haben früher so einen harten Elektro gemacht und dann hat er gesagt, nee, ist zu weich, jetzt nennen wir uns nur noch Toy. Und da habe ich gesehen, dass der bei dem Drummer ist. Fand ich jetzt nur eine lustige Anekdote, hat nichts mit dem Hörspiel zu tun, aber fand ich halt ganz wichtig, weil der Name ist mir schon häufiger vorgekommen und da habe ich jetzt mal nachgeguckt und fand ich ganz interessant. So ein cooler Junge. Mit dem kannst du dich wunderbar unterhalten und ich habe ihm auch schon gesagt, sobald ich mal in der Gegend bin, da möchte ich ihn knuddeln, weil Drummer gehören geknuddelt. Ja, das weiß ich. Ja, sobald du in der Gegend bist, bedeutet das, dass du mich dann auch knuddelst, weil der wohnt ja auch in Castrop-Rauxel, so wie ich. Ne? Ich glaube, ihr seid sogar ein und dieselbe Person. Nein. Bist du nicht so eine gute Schauspielerin? Nein, aber das ist echt ein Wahnsinnstyp, ne? Also das ist ein wahnsinniger, der hat, glaube ich, auch alles getrommelt, was man irgendwie hörspielmäßig im Moment so trommeln kann. Also, ist mir auf jeden Fall schon häufiger untergekommen, der Name. Ja. Wunderbar, dann schauen wir mal noch, was es da Schönes gibt an Fragen. Ja, natürlich, also das ist ein Zweiteiler, gehe ich mal von aus, ne? Genau. So also, kann ich drei, vier Teile, sondern sind ein Zweiteiler. Genau. Und, muss man als ein Hörspiel quasi am Ende sehen, ein langes. Wir haben jetzt quasi die Vorgeschichte gehabt, den Spannungsbogen schön aufgebaut und dann kann es im zweiten Teil richtig. Genau. Und erster Teil und zweiter Teil erscheinen wann? Der erste Teil jetzt am 19. November und der zweite Teil ist Februar angepeilt. Februar angepeilt, ja. Und ich hatte es ja schon angekündigt, es gab bei mir auf Facebook eine Frage aus der Community und zwar... Ja, nee, die Frage, ich habe gesagt, die Frage wird nicht gekommen, dafür... Ach, die nicht. Nee. Nein. Nee, klar. Alle umdrehen, bitte. Alles gut, sag. Wie gesagt, die Frage war, warum denn jetzt so viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Teil sein muss, warum man das nicht quasi als ein Package rausbringen kann. Weil wir Sadisten sind. Wir lassen gerne die Leute warten. Das war meine Antwort an ihn, da gesagt, das wird er ungefähr sagen. Das hat man ja schon bei der Prüfung gesehen. Ein Jahr hat es gedauert, bis der vierte Teil rauskam.
ich möchte, dass die Leute leiden, bevor sie endlich wissen, wie es ausgeht. Genau, das ist richtig. Nicht nur blechen, die müssen auch leiden. Ja, ja, genau. Auf die richtig guten Serien warten wir doch alle gern, oder nicht? Genau. Ich meine, mir persönlich hat sich die Frage nicht gestellt, da ich ja selber ab und an mal ein Hörspiel produziere, kenne ich Problematiken, die einfach bestimmte VÖs einfach hinauszögern, dass genau. Sprecher plötzlich verschwunden sind. Da muss man ehrlich sagen, wir haben es komplett schon aufgenommen. Genau. An dem Wochenende. Das ist einfach auf nur... Tom. Ja, das auf Tom. Den haben wir erst, glaube ich, vorgestern? Vorgestern. Ja, vorgestern aufgenommen. Mhm. Das ist einfach nur ein bisschen hinhalten, ein bisschen schmoren lassen. Wir nehmen uns dann auch natürlich dementsprechend die Zeit mit dem Sprachschnitt und der Abmischung. Du hast es ja schon gehört. Tom setzt ja auch ein bisschen auf ein anderes Stilmittel, als er sonst bei Hörspielen sitzt. Wie nennt sich das nochmal? 3D, Pseudo-3D-Sound, also dass das Real so ein bisschen, Audio. Ja, Real Audio irgendwie. Und das ist halt ein bisschen aufwendiger und da wollen wir dem Tom die Zeit lassen. Daniel, hast du das Hörspiel mit Kopfhörern gehört? Nee, noch nicht. Das solltest du mal tun. Also gibt es diese eine Szene zum Beispiel, um dieses Audioerlebnis dann nochmal so ein bisschen in den Fokus zu setzen. Da gibt es eine Szene, wo zum Beispiel die Frau von Garmisch sich außerhalb des Büros mit dem Hausmeister Michael Sturm unterhält und man hört quasi, wie die Frau von Garmisch jeden Schritt ein bisschen näher kommt und dafür aber der Hausmeister, also der Michael Sturm, immer weiter weggeht. Das klingt wirklich fantastisch. Okay. Habt ihr aber auf der CD jetzt selber so nicht irgendwie vermerkt, somit von wegen hier unbedingt mit Kopfhörern hören? Nee, haben wir tatsächlich nicht und muss ehrlich sagen, glaube, haben wir auch gar nicht dran gedacht, oder? Heißt also, wenn ich das in der Rezension erwähne, dann bin ich quasi the only one, der das weiß. Ja, ja, da hast du schon mal einen großen Vorteil. Wunderbar. Du darfst es dir Welt verkünden. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber hochinteressant, weil lustigerweise wollte ich jetzt in naher Zukunft auch ein Video machen zu 3D-Hörspielen, auch wenn es nicht wirklich so top aktuell ist, weil es gab zwar einige, aber es hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt. Ja, Arzu war ja auch eins. Mit Arzu haben wir es ja auch schon mal probiert, diesen 3D-Effekt da. Ja. Und ich wollte mal so einen Testlauf machen. Durch meinen Arbeitgeber komme ich ja, ich sag mal, allermöglichst Musikzeugs ran, also Kopfhörer, Verstärker und so weiter. Und da wollte ich mal so einen Kopfhörertest machen, wie sich das so mit Kopfhörern anhört, wenn man so günstige Kopfhörer hat, bis richtig teure Kopfhörer, ob sich das als Hörspieler lohnt und so. Da finde ich es ganz interessant. Dann könnte ich das vielleicht als Referenzobjekt nehmen. Aber wie gesagt, muss man mal schauen, ob ich wann und wie ich das Ganze mache. Das Hörspiel erscheint ja noch auf CD. Jetzt hätte ich gesagt, Hörspiele auf CD ist ja schon, ja, nicht nur Retro, ist ja auch ja, schon gewagt. Ja, ja. Ja, ist schon wirklich eine gewagte Nummer. Wie siehst du das? Also CD und Hörspiele, hat das Ganze noch Zukunft oder glaubst du auch, das wird schwer? Ja, darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee. Ich hätte mir auch hier den Tee machen sollen. Ich habe den extra noch aufbewahrt, weil ich brauche den noch für ein Foto. Hätte ich mir auch den schönen... Ich trinke nur Kaffee. Ich habe meinen Tee, den ich noch habe, extra auf Seite gelegt für eine besondere... Hältst du auf, ne? Nächstes Mal, Kim, musst du bitte das auf eine... Dann musst du das, weil so kann ich man... Ich trinke immer so. Trinkst du nur so? Wie so eine Schablone, die man so drehen könnte. Ah, Moment, ich auch. Ich muss hier noch deinen Nerdling unten einbinden. Die Tasse gibt es tatsächlich nicht bei uns im Store. Die ist eine exklusive Tasse, nur alle Sprecher und Teammitglieder bekommen haben. Und die stehen auch alle drauf. Jeder Sprecher, jeder Teammitglied steht da drauf. Bekam es bei den Aufnahmen in die Hand gedrückt. Es gibt sogar eine Sondertasse. Ja, eine Sondertasse, die hat der Marc. Ja, das war die Bezahlung für euch. Natürlich, mehr gab es nicht. Das war quasi ein friendly reminder an dieses wundervolle Wochenende. Damit man auch was mit nach Hause nehmen konnte. Ja. Aber es war ja auch wirklich total schön. Außer den Kopfschmerzen. Nein, es war ja wirklich total schön. Ne? Ja. Es gibt ja auch ein Make-of davon. Das erste Mal als komplette Cast
zusammen, wenn auch nicht alle zusammen in der, ihr seht ja die kleine Aufnahmekabine bei Kim, also wenn ich auch muss immer so ein bisschen spiegelverkehrt, aber dennoch verteilt. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ein, zwei Szenen im Ensemble, also wirklich im Spiel durchzubringen und die sind sogar so 1:1 im Hörspiel drin, also wir haben nicht irgendwie schneiden müssen. Das war wirklich, ich glaube, Thomas Highlight. Und ich saßen dann da und waren mucksmäuschenstill und haben nur genossen, wie Kiki, also Henrike und Eckhard hier in der Kammer. Hier in etwa stand die Kiki mit einem Mikrofon draußen und haben zusammen wirklich sich die Bälle zugespielt, haben gespielt und ich glaube, da waren wir beide erstmal still und haben einfach nur genossen. Das war wundervoll, und das war das Erste, wo ich dann, wir haben zwar dann später einen leichten Hall oder schon einen ordentlichen Hall über den Kopfhörern gehört bei Kiki in ihren Takes, aber nö, das wollte ich unbedingt drin haben. Das war mir dann scheißegal. Das hat auch der Tom wunderbar eingemischt. Das hörst du dann auch nicht. Das ist richtig gut. Ja. Vor allen Dingen mir ist es jetzt auch jetzt so tatsächlich nicht aufgefallen, aber wie gesagt, ich habe es nicht mit Kopfhörern gehört, sondern... Das hörst du auch mit Kopfhörern nicht. Das hat er wirklich wunderbar... Ja, genau. Sehr gut. Genau, es gibt zwei große Szenen in diesen Ensemble-Aufnahmen. Teil 1 beinhaltet Szene 1 tatsächlich. Das ist die im Panoramazimmer zwischen Eckhard Belle und Henrike Tönnes. Und das spielt uns halt in die Karten, weil halt dieses Panoramazimmer sehr hoch und sehr pompös und sehr groß ist. Okay, ja. Und dadurch ging das wunderbar. Und in Teil 2 von Blaues Herz gibt es dann die zweite größere Szene in diesem Ensemble. Die wird natürlich jetzt nicht verraten. Aber auch da spielt das Setting uns wunderbar in die Karten. Du meinst das nicht die Szene, wo Ecki die Hosen auszieht? Doch, genau die. Oh, ja. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, Hörspiele, CD und so weiter. Wie siehst du da die Zukunft? Mehr schlecht als recht. Also ich bin ein Verfechter der CD, allgemein Medium. Ich kaufe meine Filme auf Blu-ray oder auf DVD. Ich kaufe meine Musik noch auf CD und auch Hörspiele. Ich muss was in der Hand haben. Und ich liebe auch die Verpackungen, besonders auch bei Videospielen. Und ich als Grafiker, der ja auch hier die Verpackung eigentlich bis jetzt immer selbst gemacht hat, mit Hilfe halt, ich weiß, wie viel Arbeit in sowas drin steckt und wie viele Stunden ich jetzt zusammen mit der Xenia an diesem Cover saß. Da will ich einfach in der Hand haben. Ich bin einfach ein Verfechter der CD und ich bin jetzt wirklich sehr weit runtergegangen mit meinen Auflagen. Ich hatte früher immer so 1000 Stück. Corona hat mir gezeigt, das geht nicht mehr. Also ich glaube, Corona hat den Markt und das Hörspiel auf CD fast schon komplett gekillt. Die Verkäufe sind so weit runtergegangen. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist erschreckend. Ich glaube, damit war der Todesstoß. Sodass ich jetzt nur noch kleinere Auflagen an Hörspielen pressen lasse. Aber ich glaube, ich werde sogar, wenn es nur noch 100 sind, auch nur noch 100 sein, einfach nur für die eingefleischten Fans, die es haben wollen. Aber ich glaube, früher oder später, da habe ich auch schon mit dem Thomas drüber gesprochen, der ja jetzt mittlerweile zum Vorstand von Wolfie Office gehört. Wir müssen uns wirklich was einfallen lassen. Den digitalen Weg, die Einnahmen, wo kann man sparen? Weil die Einnahmen sind einfach beim digitalen Weg nicht so gegeben wie beim CD-Verkauf. Und damit müssen wir uns früher oder später oder beziehungsweise fast eigentlich jetzt schon mit auseinandersetzen. Wird es denn Blaues Herz als Stream oder Download geben? Oder? Ja, klar. Okay. Also jedes Hörspiel von Wolfie Office gibt es als Download auf Audible, als Stream, Spotify und Co. Mhm. Okay, gut. Weil ich meine, das ist ja so wie Herr Probert sagte das, glaube ich mal, dass Streaming das ist die Zukunft, sondern er sagte, das haben wir jetzt. Also damit müssen wir aktuell leben. Ja, Sebastian hat sich da gut positioniert. Also er hat einen riesen Backup-Katalog. Also er kann es sich auch leisten, mit ein paar hundert oder tausend mittlerweile Hörspielen in dem Ding vertreten zu sein und macht damit gut Umsatz. Wenn man halt nur eine Handvoll Hörspiele hat, da ist der Umsatz halt überschaubar, sag ich mal. Ja.
Aber ich als Sammler freue mich auch immer noch, wenn es was auf CD gibt. Also ich würde auch, wenn es Ja. gibt, dann eher zu Und für CD nur greifen. 9,99 € kann auch diese Genau, wunderschöne richtig. CD Ihnen gehören. Und sogar mit Teebeutel, wenn Sie es übers Wofi auch hören. Und Ja. sogar Und zwar bei trinken. Bedarf mit Autogramm. Was will man noch mehr? Außer vielleicht kein Autogramm. Das heißt, Thomas, du bist ja jetzt quasi also so richtig im Hörspielgeschäft. Ne? Jetzt heißt, du hörst nicht nur Hörspiele, du schreibst nicht nur Hörspiele, du hast jetzt auch Regie geführt. Hat das jetzt im Prinzip dein Hobby beeinflusst, Hörspiel zu hören? Hörst du Hörspiele jetzt so mit anderen Ohren oder sagst du so, nee, das eine kann ich gut von dem anderen trennen? Kann ich super gut von den anderen trennen, weil ich eigentlich kaum Hörspiele höre, tatsächlich. Also Judas! ja, es tut mir Ja, leid. ich stoppe dann jetzt die Nee, Aufnahme das, und nee, ja. ja, genau. Nee, ich glaube, das geht fast jedem, der Hörspiele macht, so. Ja, aber ich bin also als Kind habe ich natürlich gerne Hörspiele gehört und die habe ich mir auch alle nach und nach an, also zugelegt. Ich habe zum Beispiel die ganze Master of the Universe Kassettenreihe, die habe ich mir zusammen gesammelt wieder. TKKG, drei Fragezeichen. Wobei ich drei Fragezeichen auch erst sehr spät gehört habe. Die habe ich erst gehört, als ich mit meiner Frau umgezogen bin. Das war total perfekt. Wir haben quasi immer den Möbelwagen haben wir bepackt. Und dann fuhren wir exakt eine Dreiviertelstunde immer bis zu unserem nächsten, bis zum Haus quasi, wo wir gebaut hatten. Das heißt, eine Hörspielseite konnte man dann den Weg hinhören und die andere Hörspielseite dann auf dem Weg zurück. Und so sind wir dann quasi auf die drei Fragezeichen gekommen. Das waren noch Kassetten aus einem Rewe, der die rausgeschleudert hat für einen Euro. Da habe ich dann quasi mich jeden Tag dahin und habe mir dann immer so fünf, sechs drei Fragezeichen Kassetten geholt. Da war ich schon über 20. Da habe ich zum ersten Mal die drei Fragezeichen gehört tatsächlich. Also ich bin da, wie du schon merkst, bin ziemlich früh weg vom Hörspiel. Also ich habe die wirklich nur als Kind gehört. Und ich habe dann auch eigentlich erst wieder vor kurzem angefangen, Hörspiele zu hören. Und zwar mit Monster 1983, Staffel 1, habe ich erst wieder angefangen, mich für Hörspiele zu interessieren. Als ich nämlich damals den Job gewechselt habe und ich bin im Außendienst gelandet, da habe ich natürlich sehr viele Hörbücher gehört. Ne? Und vor allen Dingen, ich habe halt so mit Comedy angefangen, ne? Tommy Jaud, Christoph Maria Herbst liest und sowas alles. Fand ich halt super cool. Dann war das aber irgendwann auch nicht mehr ganz so ergiebig und habe dann gedacht, okay, dann hörst du mal. Ah, genau, dann habe ich dann die Hörbücher von Torsten Michaelis vorgelesen, die dreibeinigen Monster. Ja, habe ich Fand ich auch. super geil. Und Mega. habe dann zufällig, habe ich gehört, sag mal schnell, gibt es auch eine Serie, The Strain, Guillermo del Toro, Die Saat. Die Saat. Gelesen von David Nathan. So, und das war das erste Mal, dass ich David Nathan quasi als Vorleser gehört habe. Und da ging das los. Und ich habe wirklich also Strecken abgefahren. Ne? Also ich war im Außendienst eigentlich ständig im Auto. Und habe dann quasi wirklich ein Hörbuch nach dem anderen. Dann zack, 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 immer weiter. Und immer David Nathan. Ich habe mich dann wirklich auf David Nathan so festgefahren. Und irgendwann hatte ich quasi Audible leer gehört. Ne, und habe dann gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Also ich habe sämtliche Stephen King, David Nathan Konstellationen habe ich schon durchgehört. Und dann habe ich halt dann auf Audible nach David Nathan gegoogelt, also gesucht und fand dann Monster 1983, weil der halt da mitspricht. Und habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Also da fand ich, war ich halt überwältigt von diesem Hörspiel, weil es halt nicht mehr so war wie drei Fragezeichen. Es gab keinen Erzähler, es gab nicht dieses Hörspiel-Klischee aus den 80ern, ne? Dieses Abwarten, was der andere sagt. Es wurde sich ins Wort gefallen. Atmer waren auf einmal nicht mehr tabu. Ne? Also es wurde geatmet bei Monster 1983. Und das hat man halt so gemerkt, dass es halt was anderes war als das Hörspiel, was man von früher her kannte. Und daher habe ich mich da halt wieder mit befasst. Dann habe ich danach The Cruise gehört, fand ich auch super geil. Und ja, und dann Ghostbox, dann und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann wirklich auf, ach ja, dann Dreamland Grusel habe ich mir dann nachträglich erst angehört, wobei die natürlich mehr ins Klassische gehen. Ja, und so bin ich dann halt wieder zurück zum Hörspiel. Aber wirklich nicht so fanatisch. Also nicht so, dass ich wirklich genau weiß, welcher Sidekick zu wem gehört oder sowas. Ja, Also ich bin ja, dann ja. jetzt, ne? Also bei mir ist es ähnlich. Also ich habe eine Zeit lang keine Hörspiele gehört. Ich habe auch keine Hörspiele gesammelt.
weil ich hatte schon eine ganze Menge und ich habe einfach, es gab auch so viel, es gab nichts Neues eigentlich. Es gab immer drei Fragezeichen, TKKG, dann gab es mal so John Sinclair. Aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, das waren so um die 2000 rum. Da kam gerade John Sinclair 2000er Edition raus. Und ja, vorher hatte ich gedacht, ich die gepackt, nie. Ja, ich fand es von der Machart, fand ich die wirklich gut, weil es auch mal richtig zur Sache ging. Und ich habe wirklich mit dem Sammeln, habe ich glaube ich erst, boah, ich sag mal, vor ein paar Jahren wieder angefangen. Ne? Weil ich dachte, ja, und es jetzt gab den Höhepunkt erreicht, ne? Mit der CD von Blaues Herz. Ja. Mehr brauchst du doch nicht für eine Sammlung. Eigentlich könnte man eigentlich habe ich ja alles vom Wolfi, die Prüfung, bei einem durfte ich ja sogar selber mitsprechen, ganz kurz. Eigentlich brauche ich auch keine mehr. Stimmt, ich kann den Rest auch einfach verscherbeln, richtig. Nein, aber deswegen, also ich finde es halt gut, dass es noch eine CD gibt und ich finde auch gut, dass Blaues Herz auf CD erscheint. Nicht nur, dass ich bei den Rezensionen dann Fotos machen kann, sondern ich bin, wie gesagt, auch noch Sammler und ich habe ganz gerne was in der Hand, wofür ich auch gerne was bezahle. Deswegen finde ich das sehr gut. Ja, du hast sowieso gleich eine richtige CD gekriegt, weil normalerweise kriegen andere, jetzt habe ich gerade keine da, Promo Exemplare, die sind in, so wie hier, Papphüllen. Ja. Aber weil du immer so schön die Fotos machst, und ich habe ja auch auf meiner Wolfi-Seite das Foto von die Prüfung platziert, dachte ich, du kriegst eine CD, komm, mach schöne Fotos, ja, die werden wir dann auch teilen. Ja, aber die Fotos von Videotegrator, hallo? Die waren ja wohl der Hammer. Das war ja Stranger Things-Style. Ja, tatsächlich. Ich habe so ein bisschen mit der Beleuchtung so rot-blau irgendwie. Das war witzig. Also wenn ich das anbiete, dann mache ich das immer ganz gerne, weil Fotografieren ja auch so ein kleines Hobby ist halt. Ne? Damit die Leute wissen, was gemeint ist, wird der Daniel jetzt nachträglich nach diesem in diesem Interview hier und da und da und da die Fotos nochmal vom Videointegrator einposten. Ja gut, oben an deinem Kopf sieht man doch, was so ein Videointegrator. Einfach nur. Ja, das stimmt. Ist das so? Ja. Genau, oder meinst du vielleicht das hier? Meinst du vielleicht das, Kim? Ja, gell, Liebe ist grün. Genau, Liebe ist grün. Warum ist die grün? Wegen Wolfi Office. 1000 verkaufte CDs von Videointegrator. Wow, nicht schlecht. Das ist gar nicht so lange her, also die Hoffnung ist noch da. War auch witzig, wir haben so gar nicht damit gerechnet und haben eigentlich auch so werbetechnisch jetzt nicht mehr gemacht als sonst, aber trotzdem gingen die Dinger weg wie blöd. Ich musste sogar einmal nachpressen. Hat wahrscheinlich alles Thomas Gottschalk und Mike Krüger aufgehalten. Damit er weg ist. Boah, das soll keiner hören. Einfach aufkaufen, aufkaufen. Genau. Wenn es die Leute interessiert, auch hierzu gibt es natürlich eine Rezi auf meinem Blog. Könnt ihr auch nachlesen. Verlinke ich auch einfach in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich eine gute Idee. Enrique, du bist ja... du hast schon in mehreren Hörspielen mitgespielt. Du sprichst ja jetzt nicht nur bei Wolfi Office mit. Und du hast aber auch schon Hörbücher gesprochen, ne? Wie sieht es da aus, wenn du entscheiden müsstest, Hörspiel oder Hörbuch? Was wäre so dein Favorit? Oh, also das zu sprechen, nicht zu hören. Das ist gemein. Das ist, ich, also, der kann nur verlieren bei der Antwort. Nur A oder B, ja? Nur A oder B. Dann gewinnt das Hörspiel, weil es da, dann ist es so, dass es da die Chance gibt, mit Kollegen zusammen irgendwie Quatsch zu machen und lustige Dinge zu erleben und weil beim Hörbuch ist es ja schon so, da bin ich dann mit einem Tonfachmenschen irgendwie zusammen in einem Studio und das ist zwar dann auch in den Pausen schön, aber ansonsten bin ich da so mit mir alleine und dann mache ich halt mit mir selber Quatsch, das macht nicht so viel Spaß. Ich stelle mir ja so Hörbücher, also nicht nur einsprechen sehr schwer vor, sondern auch das Ganze nachher, das muss sich ja einer anhören, man muss das zurechtschneiden. Also diese gesamte Produktion stelle ich mir einfach unheimlich aufwendig vor, wenn man das überlegt. Da kannst du gleich den Thomas fragen, hat gerade sein Erlebnis hinter sich. Ja, es ist ein Marathon. Da habe ich geweint, Also nicht nur Kim, seine 3 Stunden, da habe ich auch geweint. Ja, Also es wird jetzt demnächst bei Wolfi Office wird es erstmalig ein Hörbuch geben. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird quasi mein Roman Erstling, Sturz eines Siegers, wird quasi als Hörbuch
momentan aufgenommen. Und das Besondere ist, wir machen es so ein bisschen vielleicht, wie Iva das gemacht hat bei Porterville oder bei Darkside Park. Und zwar jedes Kapitel liest ein anderer. Mhm. Ich habe den Anfang gemacht mit Kapitel 1 und ich habe wirklich... hat mich weinend angerufen, hat geflucht, hat den Christoph Walter beschimpft. Du könntest dich, Thomas, als Sprecher gar nicht vorstellen, also du bleibst lieber beim Schreiben und beim Regie führen oder würdest du sagen, der bleibt Sprecher. Und wenn ich ihn zwinge. Ja, also ich mag beides, wobei ich halt, also ich mag es halt gerne, wenn ich so kurz und knackig was mache. Also jetzt nicht so große Rollen oder sowas, wo ich viel versauen kann, sondern halt eher so, so ein Sidekick oder irgendwo so ein Cameo. Also in meinen eigenen Sachen habe ich halt maximal ein Cameo. Ne? Und das finde ich halt, finde ich cool. Das macht Spaß und ja, das hält mich so ein bisschen auf ja, dass ich halt nicht so ganz weit weg bin von allem. Ne? Genau. Ja, aber Hörbuch ist ein Marathon. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, man liest, also oder ich lese bis zu maximal 6 Stunden am Stück, also mit Pausen, aber also am Tag. Das ist anstrengend. Also so ein, ich sag mal, so ein 11,5-Stunden in 3 Tagen. Dann, ja. Dann bin ich da raus und dann wird das nochmal Probe gehört. Und also das, ja, wäre es wahrscheinlich andersrum, ein 3-Stunden in 11,5 Tagen. Ich habe bei meinem allerersten Hörspiel, musste ich ja zwangsweise die Hauptrolle sprechen, weil den ich für die Hauptrolle quasi vorgesehen hatte, der hat gesagt, nö, mache ich nicht. Ja, und dann habe ich gemacht, dann mache ich das. Aber das haben wir alles im Freundeskreis gemacht. Also keiner von uns hatte Ahnung von irgendwas. Ich habe mit billigen Thomann-Mikrofonen haben wir hier aufgenommen und dann habe ich mir später alles neu gekauft. Weil Leute, merkt euch, billiger Scheiß lohnt sich nicht. Lohnt sich. Wobei, ich glaube, ich weiß, welches Mikrofon du meinst. Dieses USB, oder? Davon ich hatte noch XLR, das T-Bone. Das SC400 heißt es, glaube ich. Ist an sich in Ordnung, aber meine Güte, nee. Und ich habe auch die Rolle, also ich habe ein paar Tage dran gesprochen. Also irgendwann war ich fertig, habe es mir angehört und habe gesagt, ey, so klinge ich. Da habe ich alles gelöscht und alles nochmal von vorne aufgenommen. Das und hatte ich, als ich den Wolfi gesprochen habe. Ja, dann habe ich gleich erstmal einen Filter drüber gelegt, damit man meine Stimme nicht erkennt. Ja, also wenn ich es nochmal rausbringe, also danach habe ich auch gesagt, nee, ich spreche nicht mehr, ist nicht mein Ding. Nachdem auch Freunde gesagt hatten, ja, hättest du nicht jemand anderen nehmen können? Da habe ich gesagt, ja, wer Freunde hat, braucht keine Feinde. Aber dann hast du wenigstens die Freunde, die ganzen Teilnehmer bei Deutschland sucht den Superstar nicht haben. Das ist schön. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ja, deswegen, also sprechen ist für mich nichts. Also ich durfte ja auch hier für die Prüfung in Teil 4 auch einen kurzen Cameo einsprechen. Das sind Sachen, die würde ich auch immer wieder gerne machen, aber jetzt wie so eine Rolle, nee. Das musste ich ja machen. Ich musste ja irgendwie die Leute bestechen, damit, wenn du dann das Hörspiel hörst und eine Rätsel schreibst, du kannst es nicht schlecht bewerten, du hast ja mitgemacht. Genau, richtig. Ja, aber alles cool. Plan. Das war schon ein gewagtes Spiel, Kim, ne? Weil er mag es ja gar nicht mehr so wirklich zu sprechen. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Er hat mich gezwungen zu sprechen, ich wollte das gar nicht. Genau, ich muss. Dann kaufen sie es oder hören es, weil sie es wissen wollen, wie klingt er so genervt und so. Ja. Wahrscheinlich kaufen sie es jetzt noch umso mehr. Oh Gott, der klingt sicher genervt, gleich reinhören. Gut, ja, wir haben jetzt eigentlich alles so durch. Also alles, was ich wissen wollte, habe ich von euch erfahren. Gibt es noch schöne Anekdoten, die ihr vielleicht erzählen könnt? Während der Produktion, nach der Produktion, vor der Produktion? Haben wir, glaube ich, schon das meiste aber schon untergemischt. Ja. Ich glaube, vieles kann man dann im Making-of sehen, das dann kommt. Am 20. Bei der Produktion wurden keine Hunde verletzt. Das sollte man vielleicht auch einfach noch mal ganz kurz gesagt haben. Nee, die hat ja nur der Tom verletzt, als er das Mikro dran gehalten hat und immer hinten. ein Stunthund. Der hatte quasi eine Lagerhalle, also Tom hatte so eine Lagerhalle voll von irgendwelchen Kleingekräusel, also mal ein Rehpinscher, mal, und da hat er quasi immer auf den Fuß getreten und hat dann, das ist er. Und das war dann Clementina. Ja. Hat er wiedergefunden oder ist immer noch weg?
Nee, die ist nicht mehr da. Hey! Die ist schon aus dem Studio weggerannt, bevor wir überhaupt den zweiten Teil aufnehmen konnten. Ja, ja. Entweder neu besetzen oder wir nehmen eine Katze oder so. Ja, die hat jetzt ihre Hütte auf Barbados. Die hat doch einfach schon aufgrund der Vorverkaufszahlen, hat die ja so einen Abschlag gekriegt, dass die sich einfach abgesetzt hat. Also die hatte das. Ja, wenn man bei Teil 1 gut aufgepasst hat, dann hat ja die Frau Gabe schon gesagt, was aus Clementina wird. Ne? Die hat gesagt, entweder du bist jetzt ruhig oder du kommst in die Suppe. Stimmt. Ja, man sieht aber Making-of, wie wir ja dann im Biergarten alle Suppe essen. Okay. Also übrigens, das ist auch eine kleine Anekdote. Das, was die Annegret von Garmisch zu ihrem Hund sagt, das ist quasi alles aus meinem Leben. Ne? Also dieses hierhin, das sage ich immer zu meinem Hund. In jeder zweiten Sprachnachricht. Und du sagst auch, wir gehen Sträßchen. Das genau, ich habe quasi einen Labrador, also einen ziemlich großen, und sage dann, ich gehe Sträßchen. Das findet ihr schön. Und ich auch. Aber zum Beispiel der Spruch, du bist ein Satansknochen, das ist von meiner Großtante, Tante Hilde. Und auch dieses ruhig jetzt oder kommst du in die Suppe, ist auch von ihr. Also das, das hat sie aber natürlich nie böse gemeint, aber immer so, das war dieses typische ältere Frau lebt allein mit Hund, dieses Gerede. Ne? Richtig halt autobiografische so. Elemente in diesem Ding. Genau. Oder das, was Ecki zu Saskia sagt, dieses leg dich erst hin und dann fallen, das tut am wenigsten weh, das ist tatsächlich von meinem Vater. Wir sind wahrscheinlich am Ende angekommen. Ich sage, es reicht jetzt langsam. Ich will jetzt echt mal loswerden. ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr, dass ich vorab dieses Hörspiel hören durfte, dass ich es rezensieren durfte. Ich hoffe auch natürlich, dass ich das Ding gut verkaufe, dass du ihn weiterhin schöne CDs produzierst. Und ich danke euch allen für dieses Interview, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wie gesagt, können wir jederzeit, das ist übrigens das allererste Interview, was ich auf meinem YouTube-Kanal mache. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, ich sage ja, Wolfi ist Trendsetter. Es ist wirklich hier Weltpremiere, also das Ding wird wahrscheinlich durch die Decke gehen. Es ist auf jeden Fall. Und deswegen also zum Schluss würde ich sagen, wir nehmen nochmal einen kräftigen Schluck. Mein Glas ist leer. Und vielen Dank fürs Interview. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.